Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji, Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir die großen Schiffe da überquert und sind zum richtig großen Schiff vorgestürmt. Ich bin jetzt auf dem großen Schiff und bin direkt am Speicherpunkt, wo natürlich ein paar Gegner warten, hat mich natürlich nicht davon abgehalten zu speichern. Und ja, jetzt muss ich mich wahrscheinlich um die hier erstmal kümmern. Welche, falls ich mal, weiß ich nicht, zurückkommen möchte zum Speichern. Auch wenn ich speichern kann, man. Soll ich überhaupt hier machen? Alles kaputt machen? Ja, bestimmt. Was ist das für eine Frage? Töten. Wann muss man halt nicht in einem Spiel töten? Ach. So. Ja, komm mal her. Wenn ich gar nicht angegriffen werde, ist das gar nicht mal so schlecht. Ah. Oh, du Sack. Was war dein Schild kaputt, ne? Oh, der ist da hinten so verlockt gerade. Hi, na? Hier ist Benkei! Sie können einfach nicht mehr. Die fallen einfach um. Oder Mähdrescher. Der Benkei ist einfach eine viel zu größere Macht in dem Spiel. Das ist mal ganz ehrlich, der ist einfach der Beste. Das. Oh, hi. Na? Was zum... Okay, jetzt übertreiben sie schon wieder mit der Gegneranzahl. Was sagt für jetzt zum Aufleveln irgendwie ein Gebiet? Ich möchte kurz speichern, danke. Alter, ich kämpfe nicht gegen all die Gegner, habt ihr kleine. Kommt doch immer wieder neu wahrscheinlich. Ma. Ja, genau hat man. Genauso ging das die ganze Zeit wegen der Trainingssession los. Auf diesem Schlachtfeld, bevor wir gegen diesen einen Typen gekämpft haben. Die ganze Zeit 1 Milliarde Gegner und ich musste die alle immer besiegen, um. Weiß nicht, Punkte zu bekommen. Und die ganze Zeit sind so fliegende Viecher gekommen. Also geht da auch voll auf den Nerven hier. Das ist ja schlimmer als in Dynasty Warrior. Bah. Geht mir aus dem Weg! Oh, jetzt war das geil. Wo denn? Piss dich. Du auch. Du auch. Und du auch. Was ist das Ding? Ja, der kann einfach blocken, als wäre das nichts. Der ist super powered in dem Spiel, hab ich das Gefühl. Ja, lass mich jetzt mal hier gucken, wo das Kack-Ding ist. Schieße bitte. Bei ihr werden sie die ganze Zeit immer ab. Ich verstehe das nicht. Was ist das Ding denn jetzt? Bin ich getroffen? Was ist denn das Teil? Wo hier oben? Da irgendwie hoch? Oh. Boah. Du kannst ja mal wieder ein bisschen übertreiben, ne? Ich sag ja nur. Hi, na? Ist auch ein Speicherpunkt, oder was? Ich bin nur wegen dem Loot hier, ne? Don't mind me. Just passing by. Hey, solange... Man, wenn ich sage, ich muss die alle töten, dann mache ich das auch nicht. Ist doch nicht doof, hallo? Guck mal, wie viele Gegner hier sind. Ich bin zwar Yoshitsune, ja. Retter der Welt und was weiß ich. Stimmt im ersten Teil oder so. Lass ich mir doch nicht geben, hallo? Boah. Ich gehe einfach weiter. Ja, hat er davon.
Ah, der sieht richtig dick aus. Hallo? Tschüss. Da kommen sie natürlich wieder neu nach. Weg, du dickes Ding! Ha, das war die ganze Zeit mein Plan. So, ja, guck mal, was ich alles machen kann. Ich kann ja alles irgendwie umgehen, hab ich so das Gefühl. Schon auch noch irgendwas. Auch nicht. Warum? Keine Ahnung, ich gehe einfach weiter. Pff. Ist doch nicht ein, hallo? Wir haben schon viel zu viele Gegner. Oh ne. Ich kann auch rüberkommen. Hey! Ah! Ja, schon wieder viele Gegner. Sichern Sie eine Route. Die Boote hier sind das Fahrt nicht ausreichend. Wenn es nur zwei mehr wären, kämen Sie weiter. Lassen Sie Benke die Boote in Genji-Fahnenträgern schieben, um Ihre Route zu sichern. Okay. Nur habe ich ja irgendwie so 10 Probleme. Nur ganz nebenbei. Ja, nicht so, als würden jetzt 20 Gegner oder so auf mich warten. Dann kann ich auch nicht vernünftig erkunden, das ist das Problem. Ups. Da ist eine Truhe. Eine Truhe. Eine Truhe, 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 eine Truhe, 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 Truhe. Aber schön. Das warten, keine Ahnung, was das macht. Ey, ich glaub, Spinne. Kann zwar fliegen, aber kannst auch schwimmen. Sehr schön. Großer Jäger der Tiefe, dass ich nicht lache. So, wo sind denn hier so Dinger mit so Fahnen? Wow, geh weg. Do you even swim? Bams. Nö. Das wird jetzt gut tun. Tschüss. Ma, der lebt ja mal noch. Die Käse, da sind die Schiffe. Jetzt trotzdem runter. Was? Du hast das Schwert weggesteckt. Hast das Schwert weggesteckt? Hier. So, wie soll ich das jetzt machen? Oh, lass mich doch mal in Ruhe, danke. Ich habe keine Ahnung, wo ich mittlerweile bin. Aber die scheinen ja sowieso nicht so Amalgame hier zu verstecken, habe ich das Gefühl. Oh, sagt gut, dass die im Wasser fallen können. Bin ich da abgetaucht? Ma! Was zum Teufel? Was seid ihr doof? Schwimmen! Kannst du nicht? Das ist meine Schuld. Oh Mann. Ja, das sind witzige Level hier. Bin ich hart. Jetzt warte. Oder? Hilf mir suchen. Ah, schön. Nein. Da, ich möchte mal zu dem weißen Schiff da zurück. Oder den mit der Fahne. Ach, bin weg. Nur blöd hat Yoshi zu, die ganze Zeit hier HP-Mangel hat. Wo ist denn einer?
So, schwimm wieder unter Wasser. Ich meine, flieg unter Wasser. So, ja, die Dinger waren das doch, ne? Was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn das schieben mit Benkei? Voll dämlich. Warte noch mal. Ja, Benkei ist Talente 2. Nein, nicht das. Nicht ausreichend. Wenn es nur zwei mehr wären, kämen sie weiter. Lassen Sie Benkei die Route mit Genji-Fahnenträgern schieben, um ihre Route zu sichern. Ach so, okay. Au. Pisser. Müssen so Leute dran stehen, oder wie? Na gut. Also, mir sind mir auch ein bisschen egal, ob ich hier ein paar Amalgane-Dinger übersehe. Wenn ich irgendwie 10 Stunden mal in eine Level oder so hängen. So, wie komme ich jetzt darüber? Das geht nicht. Warum platziert er mich denn dann hier hin? Also, okay, boah. Sehe schon. War wieder nicht mein Zielwasser getrunken. Was weiß nicht, was damit zu tun hat, aber egal. Verpiss dich. Tu uns allen eingefangen, verpiss dich. So. Extrem, wenn die Kamerafahrten sind. Aber wenn nichts passiert. Nein, meine Sandalen sind was. Oh. So, ich suche einen Genji-Fahnenträger. Habt ihr den gesehen? Nee, okay, dann. Besser. Was? Was? Achso, ich bin jetzt auf den hier, okay. Wollte schon sagen, wenn ich jetzt verreckt und die sind alle neu gespawnt oder was? Das ist ein bisschen doof. Alle sind sie inspiriert. Alle sind so geschockt, ey. Er hat es kaputt gemacht. Nein! Keine Ahnung. Mir leuchtet nichts, also wird ja wohl nichts sein, oder? Und euch ignoriere ich. War schon lange keine Seelen oder Geld oder was auch immer ihr hinterlasst. Ich weiß es immer noch nicht. Bams! Oh, hi, ne? Ja, gegen dich möchte ich ja unbedingt kämpfen. So, kann ich da mal hoch? Der kann ja nicht mehr in letzter Zeit hoch. Oh, noch ein Ding. Da, das war ich. Schaut es euch an. Tschüss. Bei Waffen und so sind schon alles aufgelevelt oder so, ich brauche nicht mehr viel. Apropos. Wer braucht denn hier noch was? Niemand eigentlich, ja. Mal Anfangsding. 30.000, okay. Nehme ich. Weil die tue ich auch hin und wieder mal benutzen. So, und dann kann ich jemanden die AP noch ein bisschen erhöhen. Ah, warten wir mal, bis jemand das notwendig hat. HP-mäßig. Hup. Ah, ich bin nur auf der Durchreise, ne? Ich wollte mal fischen gehen. Beim Benkei sieht doch ein bisschen so aus wie ein Fischer, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, Takt. Boom. Ja, festhängen einfach. Nein, da ist Wasser. Denke ich, so allergisch gegen Wasser. Ah!
Wie, du wolltest mich stechen? Nur Pretty Ladies kann mich stechen. Ja, warte mal. Wie? Ah. Ah. Also anstatt irgendwie so viele Gegner, sollten sie mal ein paar Stärke reinpacken. Anstatt tausende Gegner, können sie wenigstens zwei oder drei starke irgendwie auf einmal da reinpacken, bei Kopfspiele. Die nehmen wir immer noch. Ich kann mir das Spiel irgendwie nicht so vorstellen, dass irgendjemand richtig gut kann. Ich meine so richtig gut. So, wo bin ich? Da. Bands. Da ist so einer. Verpisst euch! Verpisst euch! Und ich kriege ja voll Schaden. Jetzt kriegt ihr einen auf die Fresse. So. Boah, 666. Oh, sie mein Ziel. Oh, schön. Wie graziös das aussieht bei Benkei. Bams! Eine Wunderpille und ja, meine Dings konnte ich richtig aufladen. Hier lass nur einer. Oh. Den hau ich. Nicht. Wer ist ein Bogenschütze und der schießt mich hier die ganze Zeit an. Einer. Was will ich mit der machen? Hallo? Er steht einfach nur so wie nicht abgeholt. Kommt der rüber? Wie gesagt, ihr sollt hier rüberkommen. Was zum Teufel? Alter! Jetzt habe ich Angst. So, Kollege, was soll ich mit dir machen? Ich wurde beauftragt, mit dir ein Schiff zu schieben, was weiß ich. Aber warte mal, soll ich einfach... Er schiebt dann einfach dahin. Der Typ ist dann immer noch mal. Er hat doch irgendwelche Probleme, also... Echt ein Bogenschütze, ich krieg die Krise. Komm ich nicht zurück. So, geil, so. Wo bin ich denn jetzt? Warte mal, wo bin ich jetzt? So, ich muss jetzt zurück, ne? Ich tu mal die AP vom Benkei noch weiter erhöhen. Weil nehmen wir mal hier ihn. Na, lass mal dann erstmal. Kann mir einer mir sagen, wo ich hin muss? Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Was? Ach so. Ah, hier, okay. Ja, jetzt weiß ich wieder. Ah. Boah. Ach, Mann. Ich bin schon wieder hier. Leck mich! Lasset er mich hier weg. Alter! Oh! Ja, irgendwann muss das was passieren, ne? Aber lass mich da raus, verdammt. So nicht. Was ist das? Warum kann ich da nicht hin? Alter! Ah. Hier, Luca, du kannst auch gut springen, hoffe ich. Danke. Oh mein Gott. Was ist denn das mal? Da ist irgendwo hier, ja. Ja, das sieht attraktiv aus. Bei Benkei sieht das irgendwie komisch aus.
war knapp. Warte ich nur, wo ich schon wieder lande, wenn ich abtauche. Wäre schon froh, dass ich nicht verrecke, wenn ich abtauche. Die Kamera ist so gemein, ne? Sehr schön, die mache ich noch gar nicht. So mach mal das. Mal den steuern, nö. So, Yoshi-Zone. Warum bist du eigentlich immer am Verrecken? So, ist das überhaupt richtig, wenn ich jetzt hier zurückgehe? War das schon langs nicht mehr. Komm ich da jetzt hin? Ich weiß es nicht. Muss ich nicht zwei oder so finden? Hey, hey! War schon vorher hier? Und das wird mir zu knapp. So. The fuck do I go now? Oh, hi. Ich höre jetzt erst. Dann stehst du in der schon. Jetzt würden wir ihn alle verabschieden, so. Oh Mann, denke, ich soll aufpassen. Weil ich muss eine ganze Menge machen, wenn ich frecke. Oh Mann! Die zwingen mich voll hier, mein Kamui einzusetzen. So, und jetzt? Muss ich jetzt haben? Hab ich gar nicht gesehen. So, da sind die Dinger eingeschoben worden, ne? Ist doch bestimmt irgendwo da lang, ne? Ja, jetzt geht's weiter, okay. Kickli! Und er ist dabei gestorben. Tut mir leid. So. Wir haben ja einen Speicherpunkt. Irgendjemand ist gestorben. Keine Ahnung wieso. Tschüss. Wir machen wieder einen Laken kaputt, Mann. Laken. Mast, meine ich. Zum Glück habe ich Heilgegenstände eingesetzt. Und nun? Irgendwo da. Irgendwo da. Wie komme ich da hin? Muss da hoch, glaube ich. Hi, na? Tschüss. Oh geil, danke. Nun? Ja, genau. Fall da runter. Ich kann nicht auf Bänke einwechseln, der hat grad. Achso, da geht's weiter. Muss gar nicht gegen dich kämpfen. Tschüss. So einfach geht das. Wir brauchen schon Kämpfe. Aha. So, jetzt darüber. Und wäre das wieder so ein exakt gleiches Gebiet? War ich hier schon, oder? Ich erzähl mal neu. Ne, ist kein Speicherpunkt. Leck mich. Da ist ein Speicherpunkt. Okay, da will ich noch in diesem Part hin. Hallo, ist hier wieder was?
Warum packen die Gegner hier hin? Ich verstehe das nicht. Weil jemand so wirklich Bock hat, hier alle zu töten, die kommen da sowieso mal wieder. Halt hier so was. Ding hat, glaube ich, für eine Sekunde gerade geleuchtet. Oh ja, wieder hier. Mal da runter. Vielleicht da jetzt. Weil es wieder an der gleichen Stelle, ernsthaft? Mal, lass mich doch mal hier durch. Danke, tschüss. Hi, na? Geht's denn so? Verkrümel mich von hier. Auch wenn da wahrscheinlich wieder irgendwo eine Truhe ist oder so. In einigen Gebieten haben sie aber echt Copy-Paste gemacht, habe ich das Gefühl. Hey! Aua. Muss ich dir mal geben, das sind 4 Leute, die es hier mit einer ganzen Armee aufnehmen. Ja, aber sieht ja irgendwie auf einer richtigen Geschichte, oder? Oder eine mythologische Geschichte, habe ich so das Gefühl. Weiß jetzt gar nicht. Boah, wer schießt mich denn hier ganz ab? Hier ist doch niemand. Au! Ihr Glück, dass ich euch alle ignoriere. Seid ihr alle tot. Ja, das war natürlich sehr toll. Also von wo schießen mich denn hier welche ab? Alter. Das Spiel ist mir manchmal echt unsympathisch. Wenn ich sehe, was die manchmal von den Spielern verlangen. Oh, ich muss die ganze Zeit Yoshizune wechseln, der die ganze Zeit schon beinahe am Frecken ist. Und irgendwann abgeschossen wird, was ich nicht weiß, was. Wo ist? Ja, tschüss. Da war doch irgendwo ein Speicherpunkt, Mann. Boah, was hat der für Probleme mit dem Springen? Ja, tut mir leid, dass ich hier voll durchwasche, aber Gegnermassen scheinen ja nicht so schnell aufzuhören, also werden schon noch genug kommen. Hier ist irgendwo ein Ding, das ich haben möchte. Danke. Zack, Fans, weg mit euch. So, jetzt will ich mal langsam den Speicherpunkt erreichen, dann sehe ich den auch schon, glaube ich. Okay, warum ist der so beschissen im Springen? Ist ja schon ein bisschen doof, dass ich hier alle Gegner mehr oder weniger überspringe. So, bin ich mal auf dem richtigen Kurs? Weiß ich gar nicht. Muss ich so oder lang? Ich weiß es nicht. Aber von hier kam ich doch, oder? Hä? Kam ich nicht von da? Aber ich muss schon wieder zur Yoshi-Zone wechseln, der verreckt hier gleich. Kam ich nicht von da? Nee. So. Ich würde jetzt gerne dem Partner den Speicherpunkt erreichen, danke. Ja, ich komme nur vorbei, kurz. Just trespassing. So, jetzt kann ich mal von ihnen die KP erhöhen. Wupp, 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 wupp. Oh, wieder voller AP. Kein Ding. Gern geschehen, Busson. Ah!
Wie soll ich denn da aber kommen? Also, was soll Benke, der ist auch gleich tot. Wutsch. Boah, wie viel Loot wir jetzt schon haben. Da hinten ist der Speicherpunkt, da will ich hin. Ich hätte auch wirklich gedacht, dass man hier gegen alles kämpft, ganz ehrlich. Oh. Ich meine, guckt euch mal Dynasty Warriors an. Das Spiel ist dafür bekannt, dass man gegen Massen von Gegnern kämpft. Aber das hier ist einfach unnormal. Stell ich mal vorhin, das ist auch von den Machern von Devil May Cry, glaube ich. Stell ich mal vorhin, Devil May Cry müsste man gegen so viele Gegner in jeden einzelnen Bildschirm kämpfen. Das ist nicht normal. Was hätte ich gerade kaputt gemacht? Bams. Hey. Boah, ich frecke gleich noch. Wer, ich frecke noch. Boah. Stehe ich nicht, warum er so schnell freckt. Allein ist der Speicherpunkt und das heißt für mich gleich, oh, leck mich am. Ihr habt doch einen Knall. Tschüss. Ja, würde ich sagen, ich beende den Part hier. Sind wieder 32 Minuten. Wir haben wieder viel erreicht, habe ich so was Gefühl. Jetzt stell euch mal vor, ich hätte gegen all die gekämpft, ne? Jetzt hätte ich bestimmt 5-6 Parts hier dran. Ja. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich hier voll auf die Fresse, aber ist mir egal. Hier ist ein Speicherpunkt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blades. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.